Willkommen zurück zu einer, direkt am Anfang, zu einer weiteren Minecraft-Session. Und oh, die letzte Aufnahme ist für mich jetzt schon so, also gefühlt ewig lang her, weil jetzt in der letzten Zeit so viel zu tun war, also für mich, boah, ich hatte ja einerseits hier ganz viele andere Let's Plays noch am Laufen, vor allem neue. Und dann war auch hier mit meiner Uni, also Prüfung waren zu schreiben und eine gefühlte Ewigkeit. Da haben wir hier alles dabei. Tropen, Setzlinge haben wir dabei. Eichenholzbretter. Ah ja, genau. Wir waren ja ein neues Konstrukt am Bauen, fällt mir da gerade ein. Und ihr wisst ja noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Und ich denke, da gehen wir jetzt gleich direkt mal weiterbauen. Und sobald ich hier ein bisschen, Tropen brauchen wir jetzt nicht mehr. Bisschen ausgeräumt habe hier. Was war denn hier drin? Irgendwas fehlt doch, oder? Keine Ahnung. Wir haben eigentlich alles Wichtige dabei. Keine Ahnung, was da drin war. Ist ja jetzt auch egal. Ja, da sehen wir schon unser Konstrukt. Und die nehmen wir mit. Die brauchen wir ja. Ah ja, und unsere Kakaobohnenfarm. Unsere Möhrenfarm, unsere Zuckerrohrfarm und natürlich die Weizenfarm. Oh, da können wir auch mal wieder abgrasen, so voll wie das da aussieht. Und was ist denn da? Ein Skelett am Tag im Wasser. Stirb! Jetzt aber. So, der dritte. Ja, drei ist Trumpf. So. Die Hühner drehen durch. Naja. Das ist ja auch rammelvoll da drin. Ah ja, genau, das Dach waren wir am Bauen. Ist das überhaupt die richtige Farbe hier? Was ist das? Eichenholzbretter, ist ja falsch. Ja, da müssen wir erstmal ein paar Birken schlagen gehen. Ui. Ja, ja, wir haben ja noch ein paar hier. Die nehmen wir, denke ich mal, alle jetzt mit. Aber wir warten darauf, dass wir uns Setzlinge fallen lassen, damit wir auch nachforsten können. Wollen ja hier nachhaltig das Ganze gestalten. Nicht, dass wir dann irgendwann hier stehen und verdammt, keine Setzlinge, keine Eichenbäume, gar nichts. Wieso sage ich Eichen? Das sind doch Birken. Fische. Ja, und da müssen wir irgendwie woanders hin und uns da die Bäume besorgen. Aber dem können wir ja vorsorgen, indem wir eben ein paar... Das hier sieht auch komisch aus, ne? So ein Muster irgendwie im Boden. Das war ja schon am Anfang an so. Hallo Kuh. Naja, auch hier können wir auch, das könnte unsere Sandabbauinsel werden. Da können wir uns auch ein paar Kakteen herholen. Ah, ich wollte ja Kaktusse sagen. Da können wir uns auch ein paar Kaktusse herholen. Und wieso bleibt das so? 28, das wird für das komplette Projekt nie im Leben reichen. Ja. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Und ich spiele auch mit den Gedanken, so einen richtig coolen, dichten Wald irgendwie irgendwann mal anzulegen, aber nicht hier auf der Insel. Die Insel ist dafür, glaube ich, zu klein. Das finde ich auch richtig geil, irgendwie. Oh, und hier ist, ich wollte sagen, Creeper mal explodiert, aber da das doch ziemlich... Hier ist eine Höhle und davon wissen wir nichts? Oder was? Ausleuchten hier sofort. Tatsache. Da geht's hinunter. Guck mal. Wusste ich gar nicht. Da sind wir schon so lange hier, Folge 70 oder so, und diese Höhle hier haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja. Oh ja, hier, Setzlinge. Ja. Und oh, ich weiß jetzt auch, warum wir nicht mehr sprinten können. Weil wir Kohldampf haben. Jam. Oh, lecker Schnitzel. Ja, du kannst dir deinen Teil dazu denken, zu dem Schnitzel. Du wirst bald auch eins. Du Seekuh. So, sind hier noch mehr Setzlinge? Ich hab doch gerade irgendwas gesehen. Hab ich Hallus? Das hier kann weg. Wie sieht das denn aus? Ja, laufen wir mal den Weg zurück und sammeln Setzlinge ein, aber irgendwie... Ja, toll, jetzt haben wir 16.
Ja, besser 16 wie gar keine. Ja, ach, guck mal hier, das wird dicke reichen. Glaube ich. Ich glaube es, aber glauben heißt ja nicht wissen, aber jetzt bauen wir uns erstmal wieder da hoch und bauen an diesem merkwürdigen Projekt weiter, was auch immer das wird. Mal überlegen. Eine große Konstruktion, da innen ist ausgeleuchtet, sehr großzügig, aber in einem Muster. Das Muster wiederholt sich. Viermal so, das macht 16. Ja, gut, das ist Zufall, das hätten wir auch größer oder kleiner machen können. Das, ja, habe ich jetzt einfach so auf diese Größe, ja, bestimmt. Und es scheint auch eine Überdachung zu geben. Zumindest bauen wir hier so eine Art Dach. Was wird das nur so? Ja, es ist immer noch ein Geheimnis. Ja, und wenn ich jetzt schon viele, viele Zuschauer hätte, würde ich mich köstlich darüber amüsieren, was die denn davon halten, was das hier werden könnte, aber ich habe ja keine Zuschauer. Beziehungsweise keine wirklich aktiven, ich glaube... Keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, maximal 5 Leute, wobei jeder da auch was anderes guckt. Ich glaube, es gibt ein paar Skyrim-Gucker. Hier 3, 4 Minecraft-Gucker gibt's. Oder auch nur 2. Vielleicht ist es auch nur einer, der das Video 5-mal anguckt, weil er das so geil findet. Ich weiß es nicht. Alles möglich. Kann ich schlecht sagen. Aber das kommt noch, das kommt noch hier, ja. Bei dieser Flutwelle an Minecraft, ja, überhaupt an Let's Playern, da muss man halt Geduld beweisen und eigentlich auch Werbung machen. Doch das ist was, worauf ich eigentlich so verzichte. Ich meine, klar, ich könnte ja bei irgendwelchen berühmten Let's Playern auf die Kanäle gehen und da sagen, komm zu meinem Kanal, ultra geil, oder irgendwelche Leute persönliche Nachrichten schreiben, hey du, guck mich mal an. Aber hallo, ist doch irgendwie erbärmlich, oder? Ja, also hier muss noch ein bisschen weg. Ich möchte das nicht so ganz am Berg haben. Ich meine, klar, ich könnte hier, es gibt ja diesen YouTube, diese YouTube-eigene Werbung, Werbemaßnahme, dass man denen da irgendwie Geld in den Rachen schiebt und dann wird dein Video, also mein Video, irgendwie, ja, nach anderen Videos, nachdem die geguckt haben, da als Vorschlag irgendwie angezeigt sind, nach dem Motto, ey, guck dir das mal an. Der User hat dafür bezahlt, deshalb siehst du jetzt dieses Video hier, kannst du dir mal angucken. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie teuer das ist. Wahrscheinlich zu teuer. Aber das wäre zumindest eine, ja, ich sag mal, elegante Maßnahme, Werbung zu machen, ohne jetzt irgendwie bei anderen Leuten negativ aufzufallen. Und da um die Visits zu betteln. Ja. So, sieht doch wieder richtig schnieke hier aus. Ach ja, hier ist auch Erde, Steine drunter. Hätte ich aber gar nicht gebraucht hier. Ja komm, dann ist hier eben jetzt meine Steilwand, ist mir auch egal. Ach ja. Da. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier großartig erzählen soll. Das sage ich auch sehr oft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil ich mich so halt eigentlich gar nicht darauf vorbereite, was ich denn hier erzählen könnte. Ich versuche das hier alles möglichst spontan zu handhaben. Ja. Ja. Gut. Oh, hier ist schon der Hühnerstall. Ja, gut. Da müssen wir noch irgendwie so einen Weg dahin pflastern. Gucken, ich glaube, den Hühnerstall reißen wir hier komplett weg irgendwann. Vielleicht jetzt schon in der Session noch nicht. Aber demnächst irgendwann, weil der geht mir hier auf den Sack. Ich finde den auch nicht wirklich elegant, muss ich dazu sagen. Das ruckelt hier, ey. Nee. Nein, wir gehen jetzt keine Hühner da einsammeln und abwerfen und meucheln und alles. Was wollte ich denn jetzt machen? Nicht doof. Ich wollte das Ding weiter ausbauen. Was brauchen wir denn dafür? Genau. Ich weiß wieder. Wir brauchen ein paar schöne Steine. Oh, da haben wir schon welche. So, da haben wir noch was drin. Nein. So, mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt ein Haustier im Haus. Nö, schade. Ein Huhn als Haustier.
Hätte ich mir eigentlich gefallen, aber das wollte ja nicht. Und wer nicht will, hat schon. Nein. Nein. Genau, da sind Steine, aber ich brauche hier die Stufen. Und das ist doch falsch. Wieso habe ich... Jetzt aber Leute hier, ne? Da muss doch hier alles seine Ordnung haben. Ich bin Ordnungsfanatiker. Ach nee, die wollen wir ja mitnehmen und umwandeln. Und diese hübschen, hübschen Steine. So. Ja, viel zu viele, viel... Hä? Warum geht das denn nicht? Das geht doch so. Nicht doof? Ach. Oh, Darin, bist du doof? So geht das nicht. Ich hab's auch verstanden. Schnauze. So. Viel zu viele. So viel braucht kein Mensch. Doch, wir brauchen das. Ja, werdet ihr schon sehen. So, die Eichendinger können weg. Eiche können wir gar nicht gebrauchen im Moment. Schon wieder Knochenmehl. Ja, was soll's. So. Glas brauchen wir auch. Und nein, nicht für den Tunnel. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du gehst schon wieder in den verkackten Tunnel rein. Nee, nee, diesmal nicht. So, reicht das? Ja, gucken wir mal. Hier, da, hier kommen die, machen wir auch noch weg. Bumm. So. Da haben wir dann alles ordentlich hier. Das Glas, das Glas, das Glas. Und die Hölzer, die brauchen wir alle. Theoretisch brauchen wir auch Kies. Also, na, was heißt brauchen? Aber ich möchte es ja immer irgendwie hübsch haben und deshalb brauchen wir auch Kies und das Inventar ist jetzt rammelvoll. So. Und dann haben wir auch... Verdammt, es ist dunkel. Wir sollten schlafen. Ja. Oh, dahin ist schon wieder ein Creeper. Aber wir können schlafen. Er ist nicht nah genug, um uns am Schlafen zu hindern. Sehr schön. Sowieso eigentlich schwachsinnig, dieser Text. Du kannst nicht schlafen, Monster sind in der Nähe. Ich meine, wofür haben wir uns ein Haus gebaut? Damit wir vor Monstern sicher sind und irgendwie funktioniert das ja nicht. Zumindest nicht, wenn die in der Nähe sind. Und den Creeper, den gehen wir mal abmurksen. Weil zwecks Sprengstoff und so. Ein paar Erfahrungskügelchen. Ach ja, diese Minecraft-Musik, die jetzt gerade läuft, ist meine Lieblingsmusik. Und warum? Weil das eigentlich so die allererste Musik ist, die mir Minecraft begegnet ist. Und die hat dann einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Haha, ich liebe sie. Ich liebe sie! Und deshalb halte ich jetzt die Fresse, damit ihr selbst auch mal die Musik genießen könnt. Dann geht mal ein bisschen lauter hier. Ist schon 100%, ja. Psst, leise. Wir wollen die Musik hören. Hör mal, wo sind die Vögel? Ich baller die ab. Ich will nichts hören. Und Windstille jetzt ja auch. Was? Hör mal, piep hier noch einmal rum, du. Na, ich wollte schon sagen, die ist vorbei. So, und, ja, wie machen wir das? So, erstmal wieder nach oben buddeln. Ja. Ist zwar nicht die elegante Methode, wir hätten uns hier auch irgendwie eine Leiter machen können. Ich glaube, da machen wir sowieso zu Wartungszwecken hier oben irgendwie eine Leiter hinführen. Aber ja, das Glas wird nie reichen für hier oben. Ein gläsernes Dach. Und Darin, ey, das ist doch Luxus. Gläsernes Dach, ey. Musst du doch nicht machen. Ja, aber ich will es. Weil es schön ist. Ja, mal gucken, wir müssen es ja nicht unbedingt ganz gläsern machen, oder? Obwohl, doch, doch. Doch, 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 doch. Darauf bestehe ich. Eigentlich hatte ich ja geplant, auch so eine Kuppel zu machen, doch, die wäre ja dann eckig geworden und das fände ich dann auch too much. Weil eine Kuppel muss hier nicht unbedingt hin. Sieht zwar hübsch aus, aber braucht man nicht. Ja, wir haben ja grandios hier ausgerechnet, wie viele Items wir brauchen und das passt vorne und hinten nicht. Oh nee, ey. Ja, komm hier. Aber wir machen hier überall die Slabs drauf, damit uns hier oben keine Monster spawnen, denn für die, die es nicht wissen, Monster können nicht auf solchen Stüfchen, also Slabs, spawnen. So, hier ein so ein Ding, damit wir da eine Fackel drauf machen können. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Dum, 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 dum. Und ich glaube, die werden auch vorne und hinten nicht reichen, beziehungsweise für hier oben bestimmt, aber die sind ja nicht nur für hier oben gedacht, sondern auch noch für was anderes. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich erstmal ordentlich Sand scheffeln gehen.